Hallo, ich bin der GameMob und herzlich willkommen zu Let's Play Skyrim Special Edition Gemoddet Teil 3 Version 2. Muss ich kurz erklären, ich habe diesen Teil schon mal aufgenommen. Musste aber dann kurz öfters AFK gehen und ich habe mir gedacht, egal, bevor ich das Ganze so kompliziert zusammenschneide, mache ich einfach eine neue Aufnahme. Ist einfacher und besser. Habe ich auf den richtigen Spielstand geladen. Ja, habe ich, genau. Gut, so. Jetzt möchte ich nicht ein paar Sachen demonstrieren, die ich rausgefunden habe, nachdem ich mir mal ein paar Sachen im Internet durchgelesen habe. Interessant wusste ich auch nicht, wenn man... Alkohol kann tatsächlich... Ach Gott, jetzt muss ein Viech killen. Denken Leute, warum? Ist relativ einfach. Na, wo ist er denn? Natürlich fühle ich mich ein bisschen müde. Wenn Gegner in der Nähe sind, kann ich natürlich nicht das machen, was ich machen wollte. Das werde ich aber gleich zeigen. So, jetzt erkläre ich mal genau, was denn eigentlich Pickup and Field Dress ist. Ich weiß nicht, ob ich es im letzten Teil tatsächlich erklärt habe. Ich weiß nur, dass ich es bei der ersten Aufnahme dieses Teils schon mal erklärt habe, deswegen mache ich es jetzt nochmal. Und zwar, wenn man nimmt Pickup, kann man tatsächlich die kompletten Leichnam aufnehmen, von dem Wolf zum Beispiel. Und den dann quasi, wenn man irgendwo in einem Zelt ist, wo man ein bisschen besser geschützt ist gegen die Witterung, kann man dann quasi das Ganze ein bisschen besser... Field Dress. Ich werde jetzt Field Dress wählen. Also. Ich muss die Waffe wegstecken. Field Dress ist tatsächlich das komplette Ausnehmen, um tatsächlich Zutaten daraus zu gewinnen oder das Fleisch zu schlachten oder einfach, ja, genau. Zum Beispiel zu häuten. Dass man zum Beispiel den Pelz quasi wegnehmen kann. Ich habe einen schlechten Wolfspilz hinzugefügt, was nicht schlecht ist. Natürlich noch versuchen, irgendwelche Rohstoffe daraus zu gewinnen. Ich fühle mich sehr kalt, das macht aber nichts. Dann versuche ich noch Fleisch zu gewinnen. Und dann lasse ich die Leiche verschwinden. Jetzt habe ich tatsächlich Fleisch gewonnen. Jetzt werden Leute sagen, okay, war das so klug, das jetzt zu machen? Ja, weil ich bin jetzt genau quasi noch an dem Rasthof, was sehr praktisch ist. Kann ich erstmal natürlich Nahrung aufnehmen, was Vorteile hat, essen. Ja, jetzt bin ich satt. Das ist schon mal gut. Weil ich ein bisschen durstig bin. Jetzt bin ich gut mit Flüssigkeit ausgestattet. Das ist schon mal sehr gut. Denn in dieser Mod, also Hunterborn etc., let me know if there's anything else. Will ich erstmal nicht bis dahin schlafen. Man muss natürlich Rohstoffe sammeln, zum Beispiel Holz, Zunder etc., um ein Feuer zu bauen. Jetzt habe ich herausgefunden, wie es funktioniert, dass man tatsächlich ein Feuer baut. Man muss tatsächlich das Feuer bauen. Und zwar, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ging das nochmal? Genau, dann gehe ich hier auf Magie. Gehe hier auf, ich glaube Kräfte, war das Kräfte? Ah ja, genau. Bei Kräfte waren dann so Sachen wie, okay, die ich ja schon mal rausgefunden habe, die einzelnen Sachen, die man machen kann.
Einstellungsmöglichkeiten. Da kann man aber auch noch andere Sachen mitmachen. Jetzt will ich erst mal gucken, wie ich das... Ich will eigentlich da nichts weiter konfigurieren. Genau, Forage ist zum Beispiel, dass du die Gegend nach essbaren Pflanzen und nützlichen Materialien absuchen. Kann aber natürlich nur draußen benutzt werden. Inspect Equipment ist irgendwie relativ klar. Sein Equipment inspizieren, um nachzuschauen, wie gut man geschützt ist. Dann Instinkte ist nämlich ganz interessant. Man kann natürlich Geräusche und Gerüche damit ausmachen. Warte mal, es gab hier noch mehr. Kommt eigentlich alles zu den Favoriten hinzu. Primitives Kochen. Genau, man kann quasi an dem Lagerfeuer sehr primitive Sachen kochen, wie zum Beispiel Fleisch ein bisschen anbraten. Was tatsächlich auch so eine Funktion ist. Genau, Resourcefulness war das. Das ist... Na, warte mal. Nein, genau, das damit tut man zum Beispiel... genau. Resourcefulness, damit kann man kleine Sachen wie zum Beispiel Äste etc. sammeln, Holz sammeln, das man braucht für, ja, natürlich Lagerfeuer. Scrimshaw, was ich nicht weiß, was genau das Wort dafür ist, das Deutsche. Da kann man ein paar kleine Sachen aus Knochen etc. Zusammenbauen. Genau, man kann da die, das ist für mich uninteressant, man kann die ungefähre Himmelsrichtung quasi schätzen lassen, was Sinn macht, wenn man ohne Kompass spielt. Aber ich spiele mit Kompass und in Wirklichkeit wäre mir das auch egal, weil ich selber in echt auch einen guten Orientierungssinn habe und meistens sagen kann, in welche Richtung was ist. Weather Sense ist natürlich das Gefühl, das man hat, wie sich das Wetter entwickelt. Man kann ja ein Gefühl in echt auch dafür entwickeln, was man denn machen kann. So, dann nehme ich jetzt mal, kurz den Weather Sense. Und dann, die ist warm. Die Luft ist eisig, kalt und die wird kälter. Resourcefulness. Jetzt demonstriere ich das mal. Jetzt habe ich die Möglichkeit, okay, ich kann ein Lagerfeuer bauen. Macht Sinn. Ich kann einen Gegenstand herstellen oder ich kann Holz sammeln. Ich werde jetzt Holz sammeln. Ich könnte jetzt tatsächlich Deadwood sammeln. Das heißt, ja, Baumstämme, die umgefallen sind, aus die man dann quasi hacken kann, um quasi so größere Holzbrocken zu haben, um ein besseres Feuer zu erschaffen. Aber da ich keine Holzfäller-Axt habe, muss ich tatsächlich Äste etc. sammeln. Ich finde drei Äste. Hier ist ein bisschen. Du bist ein bisschen hungrig. Ist unwichtig. Man fühlt sich noch wohl. Also jede dieser Aktionen dauert tatsächlich ja.
esse ich doch noch eine Backkartoffel. So. Und es kann nicht schaden, mehr Holz zu haben, weil in dem letzten, in der letzten Versuchsaufnahme des Teils habe ich dann tatsächlich ein Feuer gemacht und festgestellt, scheiße, ich sterbe schneller wie alles andere. Weil ich tatsächlich auch nicht aufs Wetter sehr geachtet habe. Vorteil, wenn ich jetzt hier in der Gegend rumlaufe und das mache, habe ich natürlich den Vorteil, ich bin sehr nah an dem, ich erfriere, also soll ich da reingehen? Ich bin sehr nah natürlich an diesem, ach, wie heißt es auf Deutsch, Gasthaus, deswegen... Ja, würde ich gern, aber ich, mir fehlt irgendwie... I don't deal with any college applicants these days, so don't bother asking. We may not have as much to offer as white. If there's anything you need, take a look. Ich will Zeug kaufen. So, das hier. Was? Der hat auch nur eine begrenzte Anzahl von Wasser. Sehr interessant. Aber dafür hat auch Nordmeat. Oh, ich habe selber aber fast kein Gold. Geld mehr. Into a stupor? When will enough be enough? As long as he keeps paying, I suppose. He keeps to himself and isn't hurting me. Oh, are you sure of that? I think Birna might disagree with you. It's not my place to get involved in their family's business, remember? You're the one that told me to stay out of it. Ja, das Ganze ist etwas länger, zeitaufwendiger, aber es, ich finde es eigentlich gar nicht so uninteressant das Ganze, weil es ist eigentlich relativ unrealistisch, dass man ohne große Probleme da die ganze Zeit durch die Gegend läuft. Gut, ich werde jetzt nicht alles auf brutalst realistisch stellen, weil ich finde es auch ein bisschen übertrieben dann teilweise. Gut, jetzt kann ich mich wieder auf den Weg machen. Sell just I do what's necessary. Oh, a bit of this and a bit of that. Ich habe aber nicht wirklich viel Geld, deswegen muss ich mal schauen. Also er hat schon geschaltet. Ich habe GS, was sehr interessant ist. Ich habe ein Bügeleisen, das kann ich verkaufen. Die Wichtigkeit des Wo. Ui. Brauche ich nicht, hoffe ich. Behalte dich mal. Könnte ich irgendwas gebrauchen?
Das bringt mir schon mal Geld. Ich habe eine Schaufel. Wofür kann ich die für irgendwas benutzen? Die behalte ich mal. Ich würde gerade sagen Tomato, hm? Ja, ist ja die englische Schreibweise. Ich habe eine leere und ich habe eine volle, interessant. Ah, ich habe einen Wolfspelz, aber der ist eigentlich... Das Wolfspelz kann ich, glaube ich, sogar auch ausrüsten. Until next time. Das möchte ich mal kurz demonstrieren. Ich glaube, da muss ich auf Sonstige gehen. Doch, Wolfspelz. Oder? Nein, stimmt. Das könnte ich nicht, aber ich kann es verkaufen, also tue ich das. If you're looking for... Oh, a bit of this and a bit of that. Genau, und schon habe ich wieder ein bisschen mehr eingenommen. So. Ich müsste tatsächlich jetzt überlegen, da das Wetter nicht so nicht brauchbar ist, werde ich mal abwarten, bis das Wetter besser ist. Erstmal das ganz Wichtige, speichern. Mir ist auch eine interessante Sache aufgefallen. Das Spiel setzt tatsächlich... ui, wie ist der gerade? Warum? Bin ich so schlecht ausgerüstet? Oh ja, ein schlimmer Schneesturm zieht näher. Das ist natürlich nicht so praktisch. Dann überlege ich mal, wie ich das am besten jetzt mache. Okay, jetzt wird's kalt. Dann gehe ich tatsächlich zurück. Okay, ich brauche zu lange, um zurückzukommen. Also... Mit dem Pferd wäre das Ganze einfacher. Das ist halt leider der Nachteil. Leute, die sich gefragt haben, warum ich kein Zelt aufgestellt habe, das hätte sich jetzt tatsächlich noch nicht ringiert. Oh toll, jetzt friere ich zu Tode. Ich komme da schon noch hin.
Ich schaff's, ich schaff's. Ich komm an die Tür hin. Ich komm doch noch hin und geschafft. Ich glaube, mit dem anderen Startort wäre es vielleicht ein bisschen einfacher gewesen. Aber, naja. So. If your business with the cop, take a look. Ah, jetzt hat er wieder. Are you joking? You just rented a room for me. Ach so. Until next time. Dann werde ich mich doch wohl versuchen, auf den Weg zu machen. Hello there, fellow traveler. One itinerant minstrel. Also ja, jetzt habe ich. Ach, man kann sich auch mehr kaufen, okay. Ich hab, war da beim ersten Mal ein bisschen irritiert. Ach genau, hier kann man sich das Wasser wieder auffüllen, aber ich werde mir einfach mal noch mehr kaufen. Take a look. See ya. Mehr Wasser ist, ja, zeitig, ich weiß aber, ja. Toll, das wird es auch nicht wirklich besser. Es wird Zeit, dass das Wetter besser wird. Obwohl, ich könnte eigentlich so... Okay, erstmal. Realistisches gefällt mir. Wenn Leute sagen, okay, was mache ich da? Ich baue mir jetzt ein Lagerfeuer. Hier platzieren, dann benutze ich das Lagerfeuer. Nutzen. Ach, brauche ich nicht. Weiß, wie es funktioniert. Man muss erstmal etwas hinzufügen, was man anzünden möchte. Ja. Dann muss man etwas als ja, Zunde hinzufügen. Ich nehme jetzt in dem Fall einfach mal Tierfett. Ja. Und dann muss man irgendwas machen.
Man kann entweder einen Feuerzauber benutzen oder man kann sogar eine brennende Fackel benutzen. Es soll anscheinend auch funktionieren. Und man nimmt tatsächlich einfach einen Feuerstein, den man hat. Ich weiß, dass mir kalt ist. Ja, man kann so brennen, also. Ein Feuer, das mit so Ästen gemacht worden ist. Hält 3 Stunden. Jetzt kann ich zum Beispiel auch noch nachfüllen. Dass es noch 3 Stunden länger brennt. Aber das werde ich jetzt mal nicht tun, denn jetzt möchte ich erstmal meine Skills ansehen. Nein. Das werden Leute sagen, wie Skills. Ja, man kann die Skills hier ansehen. Welche Skills habe ich denn? Achso, ich bräuchte erst. Gut, ich kann mir die Skills gerade nicht anzeigen, weil. Ups. Ah, ich habe nichts zum Kochen. Okay. Ich hab was zum Kochen. Setze ich mich doch mal hin. Gut, da ich jetzt natürlich keine weitere Schutzmöglichkeit habe, bin ich trotzdem etwas dem Ding ausgesetzt. Okay. Dann zerstöre ich das Lagerfeuer kurz mal. Oh, was war jetzt das? Da hat gerade der Ton ganz kurz ausgesetzt. Spüre nahegelegene Hitze, Wärmequellen, was irgendwie Sinn macht. Ja, solange das Wetter da nicht besser wird. Okay, ich sollte da reingehen. Just say the word if you need a drink or something to eat. Das ist echt nicht der einfachste Ort, um da weiterzukommen. Das Einzige, was ich mir tatsächlich frage, ist, es gab doch da eine Möglichkeit wegzukommen. Nicht per eine Art Schnellreise, aber ich weiß nicht mehr wie. Gab es denn nicht in dem College eine Möglichkeit, schnell zu reisen?
Oder ich verwechsel das gerade mit dem anderen Spiel. Our inn, and they cause him no harm. I believe he was suggesting their presence causes him. Well, then. Cross the bridge at your own peril. The way is dangerous, and the gate will not open. You shall not gain entry. Was ist das für ein Ort? Oh, forgive me. Most who arrive here do so because they have heard of the college beforehand. This is the College of Winterhold, a safe haven for mages in Skyrim, a place of wisdom and arcane knowledge. Warum seid ihr draußen? I am here to assist those seeking the wisdom of the college. And if, in the process, my presence helps to deter those who might seek to do harm, so be it. The more important question is, why are you here? Kann ich der Akademie beitreten? Perhaps. But what is it you expect to find within? Ich möchte die Macht des Eises und des Feuers nutzen, um alle zu zerstören, die sich gegen mich stellen. Ich möchte den Willen der anderen um mich herum beugen. Ich möchte die Rätsel von Aetherius lösen. Ah, the immortal plane. It is said to be the source of all magic. This is a noble goal, indeed. It would seem that the college has what you seek. The question now is, what can you offer the college? Not just anyone is allowed inside. Those wishing to enter must show some degree of skill with magic. A small test, if you will. Stellt mich eure Prüfung. Excellent. Those invested in restoration magic find healing hands to be essential. Can you cast it on me? That would prove your skill. Diesen Zauber kenne ich noch nicht. Well, if you think you're capable of it, then I'd be happy to provide it to you for a mere 30 gold. Or you can try your luck with one of the court wizards around Skyrim. They also sell spells. Ah. Nicht interessiert. Magie, Favoriten, Weather Sense. Die Luft ist scheißkalt, also nicht so brauchbar. Auch nicht besser. Ich glaube, da warte ich doch noch einen Tag. Oh, ich muss jetzt natürlich wieder das bezahlen, dass ich da pennen kann. Na, wo ist er denn? Ach da. If you have business with the college, sure thing. It's yours for a day. I'll show you to your room. Right this way. Ich glaube, ich schlafe mal richtig anständig. Huhoho.
Let me know if there's anything else you need. The mages don't let us go in the college. Said it's not. Okay, das Wetter wird nicht besser, deswegen. Ich mache mich jetzt erstmal auf den Ich werde nicht rennen, da wird mir auch nicht so kalt. Ach so. Ich glaube, mein Fehler war, dass ich gerannt bin. Hey, hier ist eine. Ist dem nicht so wirklich kalt? Ah, das ist natürlich etwas besser. Da kann ich mich wärmen. Whistling Mine, ich glaube, das ist neu. Sagt mir gar nichts. Aber wahrscheinlich haben sie hier das Feuer eingefügt, damit man sich da erwärmen kann. Und hier diese Kochstelle. Habe ich irgendetwas, was ich jetzt sich gewinnen kann? Hey. Mildes Gift, sehr schön. Ach, dafür kann ich Salzwasser benutzen. Dann kann ich Salz draus gewinnen. Ja, was irgendwie ja Sinn macht. Sehr schön. Dann kann ich mich tatsächlich weiter auf den Weg machen.
Hey, ich habe einen Wolf mitgenommen. Man fühlt sich noch wohl, aber... Oder muss ich die fallen lassen, damit ich den bearbeiten kann? Oder das muss ich mir mal... Scheiße, ich habe hier auf den falschen Knopf gedrückt. Das ist ein bisschen blöd, Link. Ja. Befester Mod-Geschichten. Aber eine Sache, die witzig ist, wenn man mehrere Charaktere anlegt und man geht auf Spiel laden, im Hauptmenü kriegt man auch tatsächlich nach Charakter aufgelistet tatsächlich die Ladesachen. Auch nicht schlecht. So, also. Oder muss ich den... Ach, genau, den legt man da hin und dann kann man den sich drum kümmern. Vorteil ist natürlich, dass man geschützt ist. Ah, okay. Man hat das Gefühl, viel gelernt zu haben. Mining is hard work, but we pay a fair price for any ore you dig up. Ist ein bisschen lustig und hungrig, okay. Das heißt, Essen. The mine will be the talk of Skyrim soon. You'll see. The stuff of legends. Be careful where you step in the mine. Don't want to cover up valuable ore or gems or something. Rohstoffe gewinnen. Und Fleisch. Mining is hard work, but we pay a fair price for any... Ah, Tierfett. Auch schön. Or you dig up. Be careful where you step in the mine. Thorgar says we'll find rocks soon. The kind worth gold. Seltsames Gebräu. Bring dich auf seltsame Ideen oder bring dir seltsame Ideen, was du machen kannst. Mach dich aber auch sehr, sehr betrunken. Sehr, sehr lustig. Will be the talk of Skyrim soon, you'll see. It'll be the stuff of legends. Soll ich jetzt mein Zelt aufschlagen oder was? I'm the best at breaking up rocks, Thor. Ich überlege gerade. Nachts zu reisen ist keine kluge Idee, also werde ich 11 Stunden warten.
Toll, das ist auch nicht sehr viel besser, aber das macht nichts. Toll, mir ist kalt. Oh, das fröstelt einem. Ah, da ist eine Höhle. Klingt sehr, sehr nett. Ah, man kann ein Lagerfeuer aufbauen, sehr schön. Ach. Hab mich nur mal interessiert, also man könnte hier ein Lagerfeuer hinbauen. Eigentlich renn nicht rennen. Toll, mir ist sehr kalt. Ah, der Schneesturm lichtet sich langsam. Ah, man schießt auf mich. Na toll. Sehr schön, ich habe es schon mal geschafft, über den Hügel zu kommen, ohne zu sterben. Jetzt war nicht der Knopf, den ich wollte. Ich wollte den Knopf drücken. Toll, jetzt erfriere ich. Das ist aber nicht das Problem. Hoffnung, dass es schnell genug geht.
ist nicht das Problem, denn ich habe tatsächlich doch ein großes Tent-Zelt. Super. Ich will nicht, dass du dich... Du bist ja intelligent. Schau mir mal die Skills an. Ah, ich muss noch ein bisschen mehr skilltechnisch erreichen. Achso, vielleicht sollte ich auch jetzt dann schließen. Mir ist kalt, das ist okay. Ah, jetzt beginnt man sich aufzuwärmen, weil man ja quasi... Ah, jetzt fühlt man sich wohl. Ja, Hinweis, man kann auch Zelte nicht abfackeln, wenn das Feuer brennt. Man kann mit einer Fackel das Zelt abfackeln, aber nicht mit einem Lagerfeuer. Das haben sie schon mal nicht schlecht gemacht. Mir ist warm, das ist super. Muss ich gerade sich überlegen. Aber an dieser Stelle beende ich den Teil. Und beim nächsten Mal bewegen wir uns weiter normalerweise in diese Richtung. Weiß nicht, ob das so richtig ist. Ja, genau, das ist so richtig, weil hier ist... Hier ist... Ach, ich habe das Symbol nicht gesehen, weil es so in der Map untergeht. Hier ist Windhelm. Das ist jetzt tatsächlich wohl der bessere Ort, oder? Warte mal. Windhelm oder hier rüber Richtung Ding oder hier über hier nach Dornstar oder darüber. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt eigentlich näher an Windhelm. Ich glaube, dann werde ich nach Windhelm gehen. Ich glaube, ich werde mich einfach in die Markierung setzen. Und dann werde ich mal schauen, wie ich mich da weiterbewege, weil hier wird es wärmer, deswegen ist das nicht so das Problem. Gerade hier in der Gegend dürfte das meines Wissens nicht so das große Problem sein. Deswegen, ja. Ich finde die Map sehr schön.
Sehr schön. Naja, aber an dieser Stelle beende ich den Teil und bis dann. Dann geht's ziemlich heiß hier weiter.